Die Republikanische Partei hat US-Präsident Donald Trump formell für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus nominiert. Trump kämpft gegen deutlich gesunkene Zustimmungswerte. Nur 23% der Amerikaner glauben noch, das Land sei auf dem richtigen Weg. Wir müssen gewinnen. Diese Wahl ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes. Unser Land kann eine schreckliche, wirklich schreckliche Entwicklung nehmen. Bevor die Plage aus China kam, hatten wir eine noch nie gesehene Entwicklung, die erfolgreichste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes, die niedrigsten Arbeitslosenzahlen in der Geschichte. Ebenfalls nominiert wurde der amtierende Vizepräsident Mike Pence. Der Parteitag fand hauptsächlich online statt. Statt wie üblich tausende Parteimitglieder waren nur 336 Delegierte persönlich vor Ort.